Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Die Erweiterung ist jetzt seit ein, zwei Tagen draußen. Wir haben ein paar Decks gespielt, wir haben ein paar Packs geöffnet. Wir gehen mal alles durch und ich zeige euch so die ein, zwei Decks, die ich gespielt habe und die bei mir einigermaßen erfolgreich waren und denen ich Spaß hatte. Das machen wir in wenigen Sekunden. Bis gleich. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Wir machen ein kleines erstes Video. Ja, ich hoffe, euer Pack-Opening lief gut. Hattet einigermaßen Glück oder habt ein paar sexy, markante Karten gezogen. Ja, mein persönliches Highlight, was ich gezogen habe, werde ich euch kurz zeigen. Moment, wo ist es denn? Hier. Ja, großartig. Also diese Karte alleine, ich könnte sie den ganzen Tag spielen. Leider ist das Deck nicht so gut. Also Elementarschaman ist zwar ganz cool, aber das Deck ist gefühlt, glaube ich, nicht so stark, aber die Karte ist mega. Also ja, man kann Karten, wie gesagt, ganz toll. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Glück. Kurze Info vielleicht vorneweg. Der Warlock, also der Ausgrabens-Warlock mit der Schlange, wird ja schon genervt. Also am Freitag kommen die Infos. Wahrscheinlich kommt der Nerf erst Anfang nächster Woche. Also Freitag kommen die Informationen. Eventuell wird direkt Freitag gehotfixt, aber rechnet mal erst damit, dass der Patch erst nächste Woche Montag, Dienstag kommt. Also kein Patch, aber der Hotfix für die Schlange. Was genau geändert wird, wissen wir auch nicht, aber der Warlock mit der Azerith-Schlange, die wird also schon genervt. Ich zeige es euch nochmal kurz für alle, die die Karte nicht wissen, nicht kennen. Ja, hier die gute Azerith-Schlange da links. Ich denke, es ist klar, dass diese Karte durchaus die Meta sehr beeinflusst momentan. Ich habe so gegen so 40-45% Warlocks gehabt. Es ist schlagbar, das Deck, es ist nicht zu stark, aber dagegen zu spielen macht nicht wirklich Spaß, beziehungsweise es ist kein schönes Spielen dagegen. Deswegen wird die Karte getroffen. Mal schauen, was sie damit tun. Ich hoffe, sie machen das Deck nicht komplett kaputt, weil insgesamt ist es eigentlich eine coole Idee, dieses Ausgraben. Ich bin gespannt, was sie da tun. Ja, ich habe wirklich eine ganze Menge an Decks gehabt, eine ganze Menge an Decks gespielt. Vieles 3 Games oder 5 Games lang. Vieles war super schlecht. Mit den meisten habe ich mich irgendwie auf Rang 5 aufgehalten. Den Ogerschurken hier habe ich gespielt. Nichts Besonderes. Die Decks gibt es auf Hearthstone Top Decks, HearthstoneDecks.net. War okay, war nicht super krass. Rhino-Druide, kennen ja, Rhino-Drachen-Druide hatte ich hier. War auch nicht super krass. Also ich glaube, ein normaler Drachen-Druide ist wahrscheinlich das bessere Deck. Aber natürlich nicht schlecht. Also natürlich kann man das spielen, auch noch mit anderen Karten. Werde ich mit Sicherheit auch nochmal machen in nächster Zeit. Aber ja, die meiste Zeit gespielt habe ich Ausgraben Todesritter mit den Plagen. Das ist ein sehr nettes Deck, finde ich. War aber nicht wirklich erfolgreich. Also ich war nicht wirklich gut damit. Das kann natürlich auch absolut an mir gelegen haben. Ich habe mich so um 50%, ne? Also plus minus 50% habe ich mich gehalten. Also ich bin weder nach vorne gekommen, noch bin ich jetzt groß. Ich meine, ab Diamant 5 kann man eh nicht fallen. Aber ja, das hat auch nicht wirklich was gemacht. Aber das Deck macht sehr viel Spaß. Also ich finde, es macht sehr viel Spaß, Reskar zu spielen. Es macht sehr viel Spaß, den Primus zu spielen. Und es macht sehr viel Spaß, die dann wieder zu beleben. Dem Gegner Plagen ins Deck zu mischen, wenn man weiß, es ist ein Rhino-Deck, ist auch irgendwie ganz cool. Von dem her, ja, dieses Deck ist sehr cool. Also, ja, für mich persönlich war es jetzt nicht super erfolgreich. Man kann es auch natürlich als Regenbogen, also die Regenbogen-Version möchte ich auch gerne noch testen. Habe ich persönlich jetzt nicht gemacht. Aber ja, ist natürlich eine machbare Geschichte. Also beim Todesritter finde ich eine sehr spannende Klasse gerade. Macht eigentlich Spaß zu spielen. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die ich einfach so mitgeben möchte, als schlaue Weisheit des Ronos. Versucht Spaß mit eurem Deck zu haben. Ich weiß, natürlich, vielleicht kann der Warlock ein bisschen frustrierend sein, vielleicht kann das gegen das eine oder andere Deck ein bisschen frustrierend sein, auch gerade am Anfang, weil es so viele spielen. Aber sucht euch ein Deck, mit dem ihr Spaß habt, welches euch ein bisschen Freude bereitet, ist zu spielen und dann ignoriert halt einfach, dass ihr dauernd gegen Warlock spielt oder so und dann passt das eigentlich schon. Was natürlich ein bisschen schade ist, der Warlock macht halt wirklich andere langsame Decks ein bisschen tot. Also zum Beispiel Control Priest oder Highlander Priest, das Deck zu spielen, wenn man gegen 50% Warlock spielt, ist ein bisschen doof, weil ja, natürlich kannst du Dirty Red spielen, du kannst Theoda spielen, also mit Dirty Red oder Theoda sind schon starke Karten gegen den Warlock und damit kann man bestimmt auch mal das eine oder andere Game gewinnen. Aber insgesamt, darauf zu hoffen, ist halt schon ein bisschen frustrierend. Insofern, ja, also dieser Warlock macht ein bisschen diese andere langsame Decks ein bisschen weg, aber sobald man ein bisschen Midrange spielt, also ein bisschen, ne, Paladin, Todesritter, Hunter, also so ein paar Midrange-Decks, die ein paar coole Karten haben, aber auch ein bisschen Druck machen, damit kommt man eigentlich gegen den Hexmeister ganz gut an. Und dann kommen wir schon zu meinem Highlight, beziehungsweise damit bin ich fast Legend geworden. Ich bin nicht Legend, ich bin Rang 1 und vielleicht falle ich jetzt wieder auf Diamant 5 zurück, das kann sein. Aber dieses Deck hat mir der gute Ravi, also ein Zuschauer hat mir dieses Deck gezeigt, nämlich quasi ein XL-Rhino-Hunter, also XL zum einen, weil es Renatal ist, also wir spielen einen 40-Karten-Rhino, einen 40-Karten-Hunter. Und XL, weil wirklich viele fette Karten drin sind. Neptulon, Knirsch, Ragnaros, Donnerbringer, Lortemar,
Muckler, Hydra. Also wir haben wirklich eine fette, dicke Curve. Man könnte meinen, das Deck ist viel zu greedy und viel zu fett. Aber tatsächlich besonders Donnerbringer. Also speziell dieses Pferd ist echt ein VIP. Wenn du damit irgendwie Ragnaros und König Knirsch oder Neptulon und Hydralodon aufs Feld ballerst, das hat mir einige Games gewonnen. Also Donnerherz, Donnerbringer tatsächlich. Gerade halt auch mit treue Begleiter. Du hast treue Begleiter im Deck. Du hast in der Band nochmal treue Begleiter, wenn du möchtest. Also damit dann Donnerbringer Turn 7, Turn 8 zu pullen, ist recht wahrscheinlich. Wenn du dann nicht Pech gehabt hast und du hast natürlich hast du Games dabei, wo du Ragnaros und Neptulon vorher topdeckst, was zum einen schlecht ist, weil dann Donnerbringer nicht aktiv ist, was zum anderen schlecht ist, weil es keine guten Karten sind, die du auf der Hand haben möchtest, dann kann ein Game auch ganz ruiniert werden. Aber wenn du nur einigermaßen gute Curve hast, also natürlich haben wir eine greedy Curve, aber wir haben auch viele Ein-Mana-Karten, wir haben viele Zwei-Mana-Karten. Also dieses Deck macht einfach von Anfang an eine einigermaßen gute Curve, macht relativ gutes Tempo und dann halt ab Turn 5, Turn 6, wenn du dann anfängst, Pozzig, Aralon, Agramar, Keltalas, Smuggler, Hydralodon, Terron, Donnerbringer und dann halt Rhino, Knirsch, dann ballert es. Also wirklich, das ist ein cooles Midrange-Deck, coole Rhino-Karten, auch Tel'Durin. Ich muss wirklich sagen, Tel'Durin habe ich übrigens auch in Markant bekommen. Tel'Durin ist sehr, sehr cool. Also ganz ehrlich, Tel'Durin, wenn du den gegen ein Aggro-Deck spielst, also sagen wir, du spielst gegen Pure Paladin oder gegen einen Schattenpriest oder so, keine Ahnung, da einen Turn 3, Turn 4 Tel'Durin, der einmal durch die ganzen Gegner durchberserkert und quasi das Board zurückgewinnt, kann richtig game-entscheidend sein. Einmal habe ich Tel'Durin gebufft mit Lord Temar und ich hatte dann einen 6-Angriffs-Tel'Durin und ich habe dann gegen Druiden einen Tel'Durin gespielt mit 6 Attack, der einmal die kompletten Drachen vom Gegner weggebumst hat. Das war das beste Gefühl ever. Also Tel'Durin, wie gesagt, wenn man ihn bufft, richtig großartig, nur dieses Deck bufft ihn nicht groß. Also man kann wirklich nur Lord Temar haben und nach Lord Temar muss man dann, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Von dem her ist das jetzt kein, aber Tel'Durin auch ungebufft, also Turn 3, Turn 4 als Tempo-Play, als Board-Gewinnungs-Play oder als Board-Haben-Play, wirklich eine coole Karte. Natürlich Rhino. Also, das ist ein großartiges Deck, hat mir sehr viel Spaß gemacht und für mich persönlich, ich hatte irgendwie eine 75% Gewinnrate, also ich habe mich von Rang 5 auf ziemlich schnell auf Rang 1 gespielt. Wie gesagt, bin jetzt noch nicht Legend, keine Ahnung, vielleicht falle ich jetzt wieder runter. Das kann natürlich sein, aber insgesamt hat dieses Deck für mich sehr gut performt über so 20, 30 Games. Vielleicht war es Glück, es war bestimmt ein bisschen Glück dabei, weil ich glaube, so krass ist es auch nicht. Man kann Games dabei haben, wo man Pech hat und man zieht die ganzen teuren halt alle am Anfang und dann hat man halt eine schlechte Curve, das kann auch passieren. Aber insgesamt, wenn ihr Bock auf Highlander habt, wenn ihr Bock auf ein bisschen schnelleres Deck habt, was aber auch coole Karten spielt, also hinten raus ein paar coole, fette Legendaries, dann empfehle ich euch dieses Deck, aber natürlich mal eben kurz, es ist ein teures Deck, ne? Also ihr seht selber, wie viele Legendaries hier drin sind. Ja, ihr seht es, keine Ahnung, 15 Legendaries oder was, also für Leute mit einem kleinen Portemonnaie und für Leute, die nicht alle Karten haben, eventuell natürlich kein spielbares Deck, das weiß ich. Denn es ist natürlich schon ein sehr, sehr teuer. Highlander-Decks sind meistens recht teuer, dann 40 Karten, dann sind da viele. Also Highlander-Decks sind recht teuer, weil da meistens recht viele Legendaries drin sind. Weil du halt für sich stehen starke Legendaries spielen möchtest. Das ist Natur der Sache. Und dieses Deck ist sehr, sehr teuer, muss man sagen. Natürlich kann man die ein oder andere Legendary austauschen. Natürlich kann man Aralon zum Beispiel mit Sicherheit austauschen. Man kann Okani eventuell austauschen. Ein paar Karten sind natürlich schwierig. Also wenn du jetzt Neptulon austauscht, dann brauchst du Donnerbringer. Also Neptulon, Ragnaros, Donnerbringer, wenn du davon irgendwas nicht hast, dann wird es schwierig, weil dann brauchst du das ganze Paket nicht spielen. Aber die ein oder andere Legendary kann man natürlich irgendwie austauschen. Seid da nicht zu starr. Also das ist meine Deckempfehlung, meine erste. Dieses Highlander-Deck, den Code werde ich euch in dieses Video unten reinposten. Ich meine, wir hatten einen Highlander, Drachendruide oder einen Plagen-Todesritter. Die findet ihr zuhauf auf Hearthstone Top Decks, auf hearthstonedecks.net. Highlander Hunter, genau in der Version, das ist schon ein bisschen seltener. Das taucht nicht sofort auf, denke ich. Von dem her, den Code baller ich noch in das Video unten rein. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Ansonsten lasst euch vom Warlock nicht ärgern. Wir sehen uns auf Twitch. Und ich habe vor, dass ich, also wenn die Meta sich ein bisschen gesetzt hat, dann habe ich eventuell vor, dass wir sowas, was wir mit der Kartenbesprechung machen. Also ein Ranking mit Spaßfaktor, Optik und so, also dass ich sowas auch für Decks mache quasi, keine Ahnung, also auch Spaßfaktor, wie teuer ist das Deck, wie einsteigerfreundlich ist das Deck, wie stark ist das Deck, also quasi so eine Art Deckbesprechung, auch mit so einem kleinen Sterne-Ranking, auch das natürlich soll eher der Unterhaltung dienen und jetzt kein krasses, ich
bin einfach nicht der krasse Theoretiker oder was weiß ich was. Aber dass wir sowas mit irgendwelchen Decks machen, die sich dann später als gut herausstellen oder die mir Spaß machen, das könnte ich mir noch so als nächst als ein Videothema vorstellen, was wir vielleicht die nächsten Tage und Wochen dann mal so ein bisschen bearbeiten. Das macht aber erst Sinn, wenn zumindest sich so ein paar Meta-Decks gesetzt haben, wo man dann mal auf die man dann mal drauf gucken kann. Genau. Jetzt am Anfang, wenn wir vielleicht einfach mal so gehabt, so einen gemütlichen Talk. Wie ist die Situation? Was habe ich gespielt? Was kann ich euch empfehlen? Das gibt es jetzt vielleicht öfter mal. Insofern, wie gesagt, erste Empfehlung, dieses Hunter-Deck macht sehr viel Spaß. Cooles Midrange-Deck. Einfach eine nette Curve machen, einfach fürs Tempo spielen und hinten raus dann mit den dicken, fetten Biestern. Und auch hier wieder, wenn jetzt jemand wieder nach Mulligan fragt, ja, ich meine, was Mulligan, Mann? Man Mulligan logischerweise die One-Drops, die Two-Drops. Ja, also gute 1, 2, 3 Mana-Karten, mit denen man eine gute Curve hat, die will man auf der Starthand haben. Da ist jetzt auch kein Hexenwerk dabei oder was ich weiß. Ne? Genaue Karten kann ich euch da auch nicht sagen, aber einfach gute One, zwei, Ein-Mana-Karten, Zwei-Mana-Karten, Drei-Mana-Karten, die man halt on Curve dann gut spielen kann, damit man einigermaßen Tempo aufs Feld kriegt und die dicken, fetten Karten kommen dann schon. Davon hat man genug. Also, dass man Turn 5, Turn 6, Turn 7 irgendwelche starken Plays hat, das klappt eigentlich immer, weil davon hat man auch genug Karten im Deck. Von dem her hoffe ich, ihr hattet auch einen netten Start. Wir sehen uns weiterhin hier auf YouTube oder natürlich auf Twitch. Bleibt gesund und bis Hallo, bald. vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen, um das zu gewährleisten. Am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache. Und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.